meine Lieben. Heute habe ich mal wieder ein tolles Buch für euch, das mich zunächst vom Inhalt her an ein anderes erinnert hat. Aber das erkläre ich euch sofort. Also, ich rede heute über das Buch Ich darf nicht schlafen von S.J. Watson. Noch nie gehört von ihm. Ich glaube, es ist sein Debüt. Bin mir jetzt nicht sicher. Habe mich mal wieder nicht richtig vorbereitet. Steht jetzt hier auch nicht drin, aber ich glaube, das ist sein Debüt. Ich bin mir aber jetzt, wie gesagt, nicht ganz sicher. So, irgendjemand hatte mich bei Facebook mal gefragt, hast du schon mal von diesem Buch gehört? Dann habe ich natürlich bei Amazon geguckt, mir die Kurzbeschreibung durchgelesen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht von dem Buch gehört, war aber dann von der Kurzbeschreibung sehr angetan. Und da kam so die Assoziation, dass ich an dieses Buch denken musste. Mein Tag ist deine Nacht. Ich habe sehr schnell festgestellt, es geht zwar ein bisschen ums gleiche Thema, nämlich um eine Frau, die an Amnesie leidet. Aber das ist ja ein Frauenroman mehr so und das ist halt ein Thriller. Sehen aber so von der Farbe her auch sehr ähnlich aus. Deswegen, das Thema hat mich halt interessiert. Dieses Thema Amnesie, was auch was mit dem Schlafen zu tun hat. Das ist ja in dem Frauenbuch so, aber es ist jetzt auch hier so. Ich erzähle euch mal ganz kurz so ein bisschen die Story. Es geht in erster Linie um eine Frau, die heißt Christine. Die Geschichte beginnt so, dass die Frau morgens aufwacht neben einem Mann und denkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Und der Mann schläft noch und sie guckt sich ihn so ein bisschen an und sieht einen Ehering am Finger und denkt, oh je, ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann, wie konnte mir sowas passieren? Und sie steht auf, geht ins Bad und schaut sie ihre Hände an und ist total erschrocken darüber, dass sie ihre Hände älter aussehen, als sie es gewohnt ist. Und ja, sie weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Also es ist für sie alles ganz, ganz komisch. Sie kann sich irgendwie auch an gar nichts erinnern. Und der Mann, der in dem Bett lag, erklärt ihr dann, dass er ihr Mann ist. Er ist Ben und die beiden sind schon Urzeiten verheiratet. Er sagt ihr, sie ist 47. In ihrer Erinnerung ist sie aber ungefähr 20 Jahre jünger. Und er sagt, dass sie damals einen Autounfall hatte und unter Amnesie leidet, die sich so zeigt, dass sie, wenn sie über Nacht, also wenn sie geschlafen hat und morgens aufwacht, hat sie wieder alles vergessen. Das heißt, sie kann sich immer nur daran erinnern, was sie an dem, also ich sag mal, wenn sie morgens aufsteht, kann sich abends daran erinnern, was sie an dem Tag gemacht hat. Sie weiß aber nicht, was mit ihr passiert ist. Und manchmal ist es halt so, dass sie als, also mit dem Gedanken aufwacht, sie ist eine junge Frau, dann kann es auch mal passieren, dass sie morgens aufwacht und sie denkt, sie ist noch ein Kind. Und Ben muss ihr jeden Tag aufs Neue erklären, wer sie ist. Dann gibt es aber noch eine zweite Person, das ist ein Psychologe oder Psychiater, Dr. Nash, der ruft sie jeden Tag an, wenn Ben zur Arbeit geht und sagt ihr dann, sie soll an ihren Schlafzimmerschrank gehen, dort liegt ein Tagebuch und dieses Tagebuch hat sie selber geschrieben und in dem schreibt sie eben jeden Tag auf, was ihr passiert ist. Das heißt, wenn sie jetzt 3 Tage irgendwas aufgeschrieben hat, weiß sie am 4. Tag, also muss sie natürlich alles nachlesen, was ist so passiert. Aber so findet sie oder versucht sie, den Weg zurück in ihr eigenes Leben zu finden. Dieses Buch ist dann auch so gegliedert, dass es eben erst anfängt mit dieser Sache, dass der Arzt dann da auch anruft und so. Und dann beginnt hinterher der zweite Teil, jetzt muss ich mal eben kurz suchen, wo wir praktisch, also wo der Leser dann wirklich einen Einblick in das Tagebuch von Christine erhält. Und so, wie sie im Prinzip dann jeden Tag aufs Neue ihr Tagebuch liest, lesen wir ihr Tagebuch. Natürlich ist es nicht jeden Tag aufs Neue, also es geht schon immer chronologisch dann auch weiter. Ich hoffe mal, ich kann das so ein bisschen erklären, dass ihr das jetzt auch versteht. Also man blickt immer mehr in das Leben von Christine hinein und man merkt natürlich schon sehr schnell, irgendwas stimmt da nicht. Weil, wenn da jetzt alles ganz flüssig so wäre, ich glaube, dann hätte keiner die Idee zu diesem Buch gehabt. Natürlich ist es so, dass viele Dinge einem sehr komisch vorkommen und man fiebert richtig mit. Also man hat teilweise das Gefühl, wirklich, man schlüpft in dieses Tagebuch hinein und man erlebt die Dinge, die Christine dann erlebt, irgendwie genauso. Und das Faszinierende an dem Buch finde ich, dass, also am Ende habe ich zugeschlagen und habe so gedacht, wie oft denkt man abends, wenn man im Bett liegt, boah, den Tag heute würde ich echt mal gerne vergessen. Aber stellt euch mal wirklich vor, ihr hättet diese Art der Amnesie und jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, wisst ihr nicht mehr, wer ihr seid, was euer Leben mal ausgemacht hat. Und ich finde, es ist so ein bisschen bei Christine so, dass sie ihr Leben verloren hat, aber nicht tot ist. Man sagt ja normalerweise, man verliert sein Leben, ja, indem man halt stirbt. Aber sie hat ihr Leben verloren und lebt trotzdem weiter. Und ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich finde, dass der Autor
diese Spannung natürlich auch, die in dem Buch eben so vorherrscht, sehr gut rübergebracht hat. Ich konnte es irgendwann nicht mehr aus der Hand legen, weil ich eben wissen wollte, ja, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist wirklich passiert und wie schafft Christine es, ihr eigenes Leben wiederzufinden anhand dieser Tagebucheinträge. Ja, deswegen kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Wie gesagt, es ist ein Thriller, es ist kein blutiger Thriller, was ja auch gut ist. Ich habe ja viele Leser, die sagen, oh nee, bei so blutigen Thrillern kriege ich Angst. Angst müsst ihr bei diesem Buch nicht haben, es ist wirklich nur spannend, also nur in Anführungsstrichen. Es ist sehr spannend und ich war sehr begeistert davon und wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.